5 ist heute an der Reihe. Morgen ist schon Nikolaus. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich hoffe, ich vergesse es morgen nicht, ey. So wie ich mich kenne, nein, ich werde dran denken. Positiv denken. Okay, heute fange ich mal... Gott, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich fange mit Amorelie heute mal an. Oder? Ja, doch, passt schon. Türchen Nummer 5 lächelt mich hier schon an. Ich habe mir gerade die Nägel gemacht. Das war, glaube ich, nicht so intelligent. Oh Mann. Ah, es geht aber. So. Bleibt das schon drin? Okay, es ist irgendeine Creme oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Tube. Gleitgel. Gleitgel. Longer Play heißt es. Verzögerungsgel, okay. Also es ist ein besonderes Gleitgel. Das Gleitgel setzt die Empfindsamkeit des Penis herab, ohne das Gefühlserlebnis zu beeinträchtigen. Einfach auftragen, einmassieren, abwischen und noch längeres Vergnügen zu zweit genießen. Okay, also es ist gar kein richtiges Gleitgel, sondern ein Verzögerungsgel. Ist doch was anderes. Ich glaube, sowas besitze ich sogar schon von Orion. Habe ich noch nie ausprobiert, da ich keinen Penis habe. Da muss dann wohl jemand anderes herhalten, wenn er sich traut. Muss ich immer fragen. Ich werde auch einmal dran riechen. Ja, da. Pfefferminzig. Okay. Ja, keine Ahnung, ob er das mit mir ausprobieren würde. Er braucht sowas nicht. Er braucht kein Verzögerungsgel. Ja, aber es ist ja trotzdem vielleicht mal interessant zu wissen, wie sich sowas anfühlt. Und ja. Nett. Zack. Ich hasse es ja, Entscheidungen zu treffen. Das fällt mir immer schwer. Heute ist aber auch der 5. ne? Ja. Ich habe immer so Schiss, dass ich irgendwie falsches Tünchen öffne, um das zu merken, ey. Zack, 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 da. Unten in der Decke ein kleines. Oh, okay. Ich glaube, sowas besitze ich noch gar nicht. Ich war gerade verwirrt, weil das so klein ist, wie ihr seht. Das sind Nippelsticker. 2 schwarze Kreuze. Oder Xe. Xe? Ist das richtig? Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht. Sieht man das? Ganz hübsch, ne? Ich habe gar nicht so große Nippel. Ich glaube, für meine kleinen Brüste sind die zu dominant. Ich glaube, das sieht nicht so schön aus, aber ja, ist vielleicht interessant, wenn man so gerne mal so auf frivole Partys geht oder so und dann nicht direkt zu viel zeigen will. Jetzt kriege ich es nicht wieder rein, egal. Ah, das mag ich nicht. Ich finde Sachen, die glitzern, total schön, ne? Aber wenn mir das dann überall hängt und klebt und oh, das mag ich nicht. Nee, bin ich empfindlich. Wo bist du? Da. Ah. Fühlt sich wieder nach Stoff an, jedes Mal. Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich packe es erstmal aus und sage euch dann, was es ist. Zweifach eingepackt. Eigentlich nicht so nötig. Das ist Plastikverschwendung. Das ist ja krass. So was habe ich noch gar nicht. Tada. Könnt ihr mal raten, was das ist? Also Video kurz anhalten. Vielleicht wisst ihr das ja und seid da mehr erfahren als ich. Ja, das sind Nippelsauger. 2 Stück. Und der Text ist etwas länger, aber ich lese ihn euch jetzt trotzdem vor, weil ich war jetzt eigentlich relativ schnell im Auspacken heute. So. Widmen wir uns nun wieder den Nippeln, die ja zuvor bereits das Vergnügen hatten, stimuliert zu werden. Die Nippelsauger sind ganz besondere Helferlein, die sich an den Brustwarzen festsaugen, sobald sie an den kleinen Rädchen drehen. Hier also. Sie können dabei genau beobachten, wie wunderbar groß und steif die Nippel unter den Saugern werden.
da die Durchblutung effektiv gesteigert wird. Die Nippel sind zudem extrem sensibel, sobald die kleinen Saugnäpfe abgezogen werden. Jede Berührung wird nun unglaublich intensiv genossen. Verwöhnen Sie die Brustwarzen Ihres Partners anschließend mit zarten Streicheinheiten oder sorgen Sie mit den Nippelringen für ein qualvolles Vergnügen. Die Sauger lassen sich übrigens nicht nur an den Brustwarzen einsetzen, sondern machen auch auf der Klitoris aufgesetzt Spaß. Okay, das klingt ja spannend. Das finde ich richtig cool. Ich habe mir den Nagellack schon zerstört hier. Shit. Egal. Okay, also irgendwie setzt man das dann so an und dann. Welche Richtung dann? Wahrscheinlich die, ne? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Das muss ich ausprobieren. Das finde ich ja richtig spannend. Probiere ich das jetzt alleine aus? Ich glaube ja. Also nicht jetzt sofort, aber demnächst. Dazu kommt ja dann eh ein extra Video. Ja, finde ich ziemlich cool. Bin gerade ein bisschen begeistert. Ja, weil wenn man schon so viele Sachen hatte, ich meine, es ist jetzt auch das dritte Jahr in Folge, wo ich Adventskalender auspacke, also ich besitze ja schon viele Teile und wenn dann sowas komplett Neues dabei ist, finde ich schon ziemlich cool, muss ich echt sagen. Freue ich mich. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn Nikolaus ist. Und habt noch einen schönen Mittwoch. Bis morgen.